So, wie gesagt, das Originalauspuff drunter, ist alles komplett original in dem Bike. Hört sich auf jeden Fall ja, ganz gut an. Also ich kann da nicht klagen, hört sich gut an, aber mit Sportauspuff hört sie sich bestimmt noch viel, viel giftiger an. Jojo Leute, was geht ab? Euer Harzweiler hier, wieder am Start. Und heute kommt ein ganz besonderes Video, denn wir werden heute die Kawasaki Ninja ZX6R fahren. Ich habe da schon mega Bock drauf, eine schöne 600er endlich mal fahren. Optisch steht sie echt gut da, kann man sagen, was man will. Gefällt mir. Okay, das gleiche Problem wie bei jedem Motorrad, der Auspuff, nicht meine Sache. Heck, also Kennzeichenhalter, auch absolutes No-Go. Ansonsten habe ich eigentlich nichts auszusetzen vom Aussehen her. Vorne das Licht, sieht geil aus, die Optik von vorne schön, böse, aggressiv, gefällt mir gut. Die Schwinge sieht auch echt schön aus, schön schnieke. Ich wäre dafür, wir setzen jetzt einfach mal drauf und fahren eine Runde. Ich bin damit gerade schon ein paar Kilometer gefahren und ja, ich habe das Gefühl, dass ich für die Maschine zu groß bin. Also mit der Sitzposition kann ich mich noch nicht so richtig anfreunden. Irgendwie sitze ich mit dem Hintern so weit oben. Aber ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass ich so groß bin. Ich weiß es auch nicht. Aber das kann man einfach noch nicht beurteilen, weil wie gesagt, ich bin jetzt damit 10 Minuten gefahren. Wir sind nämlich dieses Wochenende mal wieder mit Kawasaki unterwegs, hier unten in der Nähe von Heidelberg, hier im Spessart. Wir haben ja letztes Jahr auch schon mal so eine Tour gemacht und wie gesagt, dieses Jahr machen wir wieder so eine Tour. Voll geil, dass Kawasaki sowas macht. Ja, ich bin mal gespannt, was das Wochenende so bringt. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Das Wetter ist so naja, heute haben wir jetzt echt Glück. Es scheint gerade die Sonne, aber es kann auch gut sein, dass es gleich anfängt zu regnen. Der erste Eindruck ist, es lässt sich auf jeden Fall gut fahren. Das auf jeden Fall. Die Bremsen sind gut, das Fahrwerk gefällt mir ganz gut. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur mein erster Eindruck, den ich jetzt vom Fahren habe. Aber ich denke, ich werde dieses Wochenende mit dem Bike noch ein bisschen mehr fahren und dann kann ich euch auch noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ansonsten haben wir hier an der ZX6R einen schönen Quickshifter. Ich finde bei Kawasaki, aber das finde ich bei Kawasaki, irgendwie bei jeder Kawasaki schaltet das Getriebe einfach mega sanft und sauber. Also das ist, weiß ich nicht, also das, da muss ich Kawasaki immer wieder für loben. Wenn wir jetzt mal, wir testen das mal aus. Aber da muss ich ehrlich sagen, Kawasaki sind irgendwie die einzigsten, die wirklich so ein flüssiges Getriebe bauen. Da muss ich die echt mal loben. Ich kenne das sonst bei keinem Hersteller. Selbst bei meiner BMW, die eigentlich schön fluffig ist, selbst die hat nicht mal so ein schönes Getriebe. Also was sich so schön schalten lässt. Ja, leider kann ich das meiste in dem Video mal wieder nicht reinschneiden, weil es ist einfach zu illegal. Aber echt ein schönes Bike, wirklich. So, ich versuche jetzt mal nicht ganz illegal hier runter zu fahren. Ja, ist ja 100 erlaubt. Aber ja, damit ihr wenigstens ein paar Eindrücke habt. Aber ich kann jetzt einfach, wenn ich jetzt hier gerade durchgeballert bin, das kann ich einfach nicht auf meinen Kanal hochladen. So, hier haben wir gerade eine kleine Stelle. Hier halte ich mal kurz an. Wir können ja mal kurz eine kleine Soundprobe machen. So, wie gesagt, das Originalauspuff drunter, ist alles komplett original in dem Bike. Hört sich auf jeden Fall ja, ganz gut an. Also ich kann da nicht klagen. Hört sich gut an, aber mit Sportauspuff hört sie sich bestimmt noch viel, viel giftiger an.
Aber ich finde einfach, die geht einfach übelst krass ab. Und was ich bei einer 600er mal mega geil finde, dass die so schön leicht sind. Also im Gegensatz zu meiner 1000er ist die richtig schön leicht. Das finde ich richtig geil. Das ist erst die zweite 600er Sportler, die ich in meinem Leben fahre. Ansonsten bin ich ja mal von Harras damals die Honda CBR 600 gefahren. Die war auch ganz geil. So eine 600er hat schon was. Der Stati fährt, glaube ich, gerade die Kawasaki Z400. Die will ich unbedingt auch noch fahren. Also es wird auf jeden Fall noch ein Video zu der Kawasaki Z400 kommen und zu der Kawasaki Z900. Denn gerade in letzter Zeit haben ja echt auch viele nachgefragt, ey, Harzi, fahr mal die Kawasaki Z400 mal Probe. Und deswegen werde ich das mal machen. Ja, drehen wir hier mal lieber, weil ich denke mal, die Straße weiter hoch wird auch noch voll Dreck sein. Da habe ich keinen Bock zu fahren. Ja, drehen wir am besten hier mal auf den Platz. Oh, hier kann ich noch ein schönes Bild machen. Dann machen wir doch glatt noch ein schönes Bild hier. Das bietet sich ja förmlich an. Huh. So, jetzt habe ich noch schön ein, zwei Bilder gemacht. Jetzt fahren wir erstmal wieder zurück zu den anderen. Was halt immer richtig schade ist, ist, dass man mit so einem Bike, ja... Ich fahre in letzter Zeit auch immer so wenig mit der BMW, weil man einfach ja keine Videos damit so richtig machen kann auf öffentlichen Straßen. Weil das ist nun mal ein Sportbike und so ein Sportbike will nun mal schnell bewegt werden. So bewege ich mich schnell, ist das übelst illegal. Und sowas kann und will ich einfach nicht ins Internet hochladen. Denn ja, kein Bock, meinen Führerschein dafür abzugeben. Oder Stress mit der Polizei zu kriegen wegen sowas. Und zudem ist es bei mir auch so, dass ich auf der Straße wirklich von Jahr zu Jahr immer sachter fahre. Und mein Spaß, wenn ich mich richtig austoben will, fahre ich auf Rennstrecke. Es ist einfach so. Dafür sind Rennstrecken eigentlich auch da. Und das ist das Beste, was man machen kann. Also wenn ihr euch richtig austoben wollt, fahrt auf eine Rennstrecke. Da könnt ihr euch richtig austoben. Das ist viel sicherer da und ihr gefährdet eigentlich niemanden anderen. Außer die anderen Fahrer, die da rumfahren. Aber die wissen das halt, was auf der Rennstrecke passieren kann. Also ihr verletzt zumindest keinen Unbeteiligten. Ich will auch mal wissen, wen es auch so geht. Manchmal, wenn ich Sportler fahren will, da sage ich, heute fahre ich echt gechillt und langsam. Und dann sitzt man auf dem Sportbike drauf, fährt gerade mal so 10, 15 Minuten, dann kommen die ersten Kurven, das Wetter ist geil, man hat eigentlich Bock zu rasen und zack ist man doch schon wieder illegal des Todes. Wem geht es genauso? Ich spüre oder ich wette, 80% der Supersportlerfahrer, denen geht es genauso. Die denken sich, heute mache ich einen ruhigen. Und dann eskaliert es doch immer und immer wieder. Und genau darauf habe ich eigentlich keine Lust mehr auf der Straße. Deshalb freue ich mich auch schon mega auf den Juli, wenn ich mit Dunlop endlich auf die Rennstrecke fahre. Ich bin mir echt gespannt, ob mir das Spaß macht oder wie es allgemein ist, Rennstrecke zu fahren mit einer Supersportler. So zum Beispiel bin ich jetzt vollkommen legal. Also die 100 ist hier glaube ich erlaubt. Ich fahre schön im sechsten Gang, gechillt. Kann ja auch Spaß machen, ne? So. Aber jetzt bringe ich das Bike zurück, denn ich fahre jetzt gleich ein anderes Bike noch. Wenn euch der Vlog gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Also bis ihr denn, ciao, ciao und tschüss.